immer wieder lustig, wenn sie sich dann aufregen über die Türken. Die scheiß Abaks. Aha. Also ich habe keine Probleme mit Türken. Keine Ahnung warum, aber woran das wohl liegen mag. Es ist ein Trauerspiel hier. Um mal ganz ehrlich zu sein, da will einer raus. Lässt er mich aber auch nicht vorbei, ne? Lässt er mich? Ich spiel nicht. Sag mal, was soll denn der Kack? Muss ich dazu was sagen? Nee. Was hat denn der für ein Ping da vorne? 38, glaube ich, aber nicht. Ist die 1 davor verschwunden oder was? Weil ich habe einen 32er Ping und. Was kann ich denn da reden? Keine Ahnung, ne? Ja, ich war ja eigentlich schon kurz davor mit dem ganzen Zeug, wirklich mal wieder kurz davor, mit dem ganzen Zeug aufzuhören, weil ich einfach null Bock hatte. Ah, jetzt läuft bei mir auf dem Kopf allen gerade Oldschool. Snoop Dogg und Dr. Dre. D-R-E. Still D-R-E. Ja, das ist Oldschool. Mucke, die höre ich auch. Snoop Dogg und sowas mag ich. Vor allem Riders on the Storm und sowas. Och. Die Erinnerung an Underground 2. An Underground. Och, das ist doch schön. Das ist doch herrlich. Wie viele Kilometer haben wir noch? 163 Kilometer. Soll ich durchfahren? Ich sollte eigentlich gerade mit meinem Hund jetzt raus. Ach komm, passt ja. Dann sind wir da. Ich sollte schalten, merke ich, ne? Ja. Einmal hatte ich es auch schon, dass mir ein Abonnent über die Füße gefahren ist. Falls du es siehst, Grüße gehen raus an dich. Das war am Anfang meiner. Der Anfang der zweiten Woche von meinen Ferien war das, genau. Da bin ich gerade Frankfurt gewesen. Bin mit meinem LKW los. Zur Werkstatt und komme gerade aus der Werkstatt raus. Und dann sehe ich da einen, wo ich gesagt habe, das Titelbild kommt mir doch so bekannt vor. Ach, wach, nee, oder? Jetzt sind wir gefahren, das war lustig. Wir konnten zwar nicht telefonieren, so, weißt du, aber. War mal ganz lustig. Es war jetzt nichts Geplantes, es war einfach Zufall. Aber so grundsätzlich sage ich eigentlich eher nein. Weil ich dazu auch teilweise keine Nerven habe. Und wenn dann schon einer ankommt, vorher, und irgendeinen Key von mir will. Das hatte ich nämlich letztens. Grüße gehen raus an dich. Du wirst dich angesprochen fühlen, wenn du das Video siehst. Ein Key abverlangen, das geht bei mir gar nicht. Und dann noch fragen, MP fahren. Ja, das kannst du jetzt dadurch erst recht knicken.
So einfach ist das. Da antworte ich auch schon gar nicht mehr drauf dann. Mag scheiße sein, aber was ist es? Es ging um Citycar Driving halt. Würdest du jetzt mal mein Geld annehmen? Oder willst du meine Kohle nicht? Oh, Leute. Ja, irgendwas ist doch hier faul. Irgendwas kann doch nicht sein, dass die Platte voll ist. So. Warte mal. Moment. So. Etzela aber. Das mag jetzt vielleicht arrogant rüberkommen, was ich gerade gesagt habe, aber es interessiert mich nicht mehr. Es interessiert mich nicht mehr. Da bin ich halt arrogant, es ist mir wurscht. Ich bin so langsam auf den Trip, mir ist es egal, was die Leute von mir denken. Ich muss auch noch einen Eintrag in meinen Berichtsheft machen. Das mache ich nachher kurz. Ist ja nichts Großes. Hatten wir heute Mathe, Rallye Mathe. Also das Lied, wenn, jetzt mal angenommen, ich würde das Lied, was ich gerade auf meinem Kopfhörer höre, auf meinem Handy gerade, wenn das jetzt hier laufen würde und einer würde fragen, wie das Lied heißt und ein anderer würde schreiben, The Root Sandstorm, der würde das sogar ausnahmsweise stimmen. Ich höre Sandstorm. Ist einfach so. Ui. Lass dir ja keinen Scheiß einfallen. Da, wo du bist. Sogar bedankt, meine ich, gesehen zu haben. Blinker rechts, links, rechts, links. Hashtag MLG. MLG ist auch lustig. Diese MLG-Videos, die total sinnlos abgetreten. Ich finde die lustig. Ich finde die geil. Sind jetzt die Bahnschranken synchronisiert worden? Ich weiß jetzt nicht, was der damit bezwecken will mit dem Anhalten. Jetzt fährt er wahrscheinlich gleich wieder los. Weil er mich jetzt nervt. Ich sag mal so, ich bin in dem Fall ein bisschen stacker als du. Ich hab nämlich, was habe ich drauf? Ich hab 21 Tonnen Rindfleisch drauf. Wenn du mir zu nahe kommst. Kommst, dann mache ich dich mal kurz platt. Wetten, da stellt sich gleich wieder rein und guckt. Na, wenn er jetzt eine Vollbremsung macht. Damit muss ich alles rechnen. Ich weiß nicht, wer dahinter sitzt. Das ist
ist toller Multiplayer. Was mir mal ein bisschen Schweiß und Angst kostet. Was heißt Angst? Deutscher. Was heißt Angst? Auch Aggressivität. Ein bisschen. Weil wenn ich schon so sehe, wenn sie sich dann an dir vorbeiquetschen an den unmöglichsten Stellen. Ist wieder einer hinter mir? Nö, ne? Ist nur der Sonnenschirm. Übrigens habe ich als Name-Tag. Ich hoffe, man kann es lesen. Hand in Hand durchs Land. Ja. Leider kann ich das bei den Leuten nicht behaupten. Wie den hier. Hand in Hand. Möchte ich weniger. So, sind wir gleich in Paris. Paris, Stadt der Liebe. In Paris, du kannst schlafen auf Straße, weil da liegt Matratze. Das ist ja scheiße geworden, ich weiß. Den hat doch mal Truck TV gebracht. Meine ich. Oder? Hat den mal Truck TV gebracht? Ich glaube schon. Ne? Paris, Stadt der Liebe. Hier, du kannst schlafen auf Straße, weil da liegt Matratze. Truck TV hast du viele Sachen gelernt. Welches Stück vom Baguette darfst du nicht essen? Das mittlere, weil die haben es ja immer so in den Achseln. Die klingen Franzosen. Die tun mir zurzeit leid. Die tun mir zurzeit richtig leid sogar. Aber ich mache immer mal Spezial. Das ist ja nicht so. Ich mache immer mal Spezial. Es gibt ja Leute, die verstehen keinen Spaß. Das ist traurig, weil... Naja, schwarzer Humor habe ich ja. Ich lache über jede Scheiße eigentlich. Auch wenn es so asozial ist. Es kann so asozial sein, wie es will. Ich lache drüber. Und Rot kennt er da vorne auch nicht. Nottelmann-Transporte. auch nicht schlecht. Der Nottelmann mit seinem Volvo. Entdeckt. Die pflastern hier immer noch an der Straße. Oh, oh Scheiße! Oh, Leute! Jetzt hat er mich voll aus dem Knick. Was haben wir eigentlich an Schaden? 3% ja von der Fähre. Ach, das ist schon ein Unfall. Das bin ich raus, ne? War einer im Auflieger. Ich tue gerade gar nichts, bis auf Gas geben. Wo ist eigentlich wieder Elphidon? Den müssen wir doch hier irgendwo sehen. Da hinten ist er. Ganz leicht kommt es gut sehen. Ganz leicht da hinten. Den haben sie auch schwer bewacht.
nach dem 13. Kann ich verstehen. So, schnell abtackern, löse Auflieger, ich krieg eh kein Geld dafür. Ich bin jetzt für Lau gefahren. Hoffentlich bringt... Ne, das war Rundumleuchte. Luftachse. Hoffentlich bringt mein Arbeiter was rein. So, fahren wir mal rein. Hier soll ich durchkommen. So, dann gehe ich jetzt. Gang haben wir noch drin. Dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Je nachdem, wann das ist, keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.